In Frankfurt fing alles an. 1986 machte Andreas Möller für die Eintracht sein erstes Bundesligaspiel. Er wechselte zum BVB, kam zurück an den Main, um 1992 mit Uwe Bein, Uli Stein und auch Axel Kruse ganz knapp die Meisterschaft zu verpassen. Die Schale holte er sich dann 96 mit Dortmund. Dort hatte er seine größte Zeit. Ich habe für Borussia Dortmund sehr lange gespielt. Insgesamt 8 Jahre, habe dort meine größten Erfolge gehabt und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass nicht mein Herz für Borussia Dortmund schlägt, aber dass ich diesen Verein am meisten sympathisiere. Und jetzt, was macht Andi Möller heute? Gut 1,5 Jahre nach seinem Rücktritt vom Managerposten in Offenbach. Das dachte sich auch Axel Kruse und traf sich zur Fahrradtour mit seinem alten Weggefährten, der zurück ins Traineramt will, wie einst 2007 bei Oberligist Aschaffenburg. Ich würde ganz gern wieder als Trainer arbeiten. Ich habe auch das eine oder andere Angebot gehabt. Es war kurz davor, es hat leider nicht geklappt. Einige Sachen waren nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Deshalb bin ich im Moment in Wartestellung und hoffe auf ein gutes Angebot und auch auf die Chance, dass ich auch als Trainer mal zeigen kann, was ich drauf habe. Sein großer Name, sagt Möller, mache es ihm nicht unbedingt leichter, einen Trainerjob zu finden. Möller gewann alles, national wie international. Mit Juve, Dortmund, Schalke und der DFB-Elf, die er natürlich auch heute noch ganz genau beobachtet. Wir müssen jetzt nur darauf achten, dass wir halt auf dem Weg jetzt nach Brasilien, dass wir halt versuchen, ein bisschen mehr Siegermentalität noch an den Mann zu bringen, dass die Spieler das noch mehr verinnerlichen müssen, dass in Deutschland halt auch ein bisschen mehr erwartet wird als nur schön spielen.